muss der Hafenmeister sein. Wie kommst du darauf? Alle hier hassen dich. Wie ich gerade deinem Freund dort erklärte, wenn deine Waren eingezogen wurden, musst du dich an den Rat wenden. Die Händler interessieren mich nicht, aber ich suche jemanden. Hjör und Jufvina. Du kennst die beiden? Was hast du mit ihnen zu schaffen? Ja, ich kenne sie. Und du scheinst sie auch zu kennen. Weise mich einfach in die richtige Richtung. In einem von Blumen umgebenen Herrensitz oben auf dem Hügel. Dort wohnen sie. Wie wäre es mit etwas Silber für meine Mühen? Wie wäre es, wenn ich dir die Zunge ausschneide? Vergiss, dass ich gefragt habe. Ein Herrensitz. Hjör und Jufvina waren offensichtlich sehr erfolgreich. Breite deine Flügel aus. Hier, das muss das Haus sein. Das Haus wurde geplündert. Und diese Leiche. Das ist weder Hjör noch Jufvina. Verstreute Schriftrollen. Der Dieb hat etwas gesucht. Hier gab es einen Kampf. Sieht aus, als wäre er draußen weitergegangen. Blut, aber keine Leiche. Wohin sind sie gegangen? Ist das einer der Diebe? Die Spur führt weiter. Keine Sorge, ich bin es, Jufvina. Eivor. Eivor? Was? Wer schickt dich? Gehörst du zu denen? Atme durch, Jufvina. Du bist aufgewühlt. Du kennst mich. Ich bin eine Freundin. Wirklich?
Du tauchst hier ganz plötzlich auf. Diese Leute wollten mich töten. Verdächtige mich, aber sei bereit, mich zu töten. Denn ich werde meine Waffe nicht gegen dich erheben. Es tut mir leid. Ich wollte nicht an dir zweifeln. Die letzten Wochen waren etwas angespannt. Wer waren die? Was wollten sie von dir? Sie wollten wohl das hier. Ich weiß nicht, was das ist, doch diese Männer waren bereit, dafür zu töten. Ein armer Mitstreiter Christi. Du kennst ihn? So einen Brief habe ich schon einmal gesehen. In London. Diese Stadt ist in großer Gefahr. Wo ist Jör? In der königlichen Halle. Ich bringe dich hin. Zieh die Haube auf. Es ist womöglich nicht sicher. Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Sie suchen immer noch nach mir. Runter. Wir schleichen uns vorbei. Kann doch nicht weit sein. Sieh dich um. Was soll die Vermummung? Moment mal. Ich sehe niemanden mehr. Gehen wir weiter. Hier lang. Na los. Ich glaube, jetzt sind wir sicher. Bei den Göttern, Eivor. Du hättest zu keiner besseren Zeit kommen können. Nenn es Schicksal. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege noch einmal kreuzen. Jedoch hatte ich etwas Ruhigeres im Sinn. Wir sind einem Problem entflohen, nur um uns in einem anderen wiederzufinden. Während König Rixige von seinen Geldsorgen vereinnahmt wird, hat sich eine Gruppe namens Rote Hand hier nach Gutdünken breit gemacht. Waren das die Angreifer? Ja und nein. Das waren Banditen, aber irgendwer hat sie unter Kontrolle. Such nicht weiter als bis zu den Namen in diesem Brief. Sie zu töten ist der Grund, warum ich hier bin. Aber es... Es freut mich, dich zu sehen, alte Freundin. Herzlich willkommen hier in Jovovik. Es ist schön, dich wohl aufzusehen hier. Euch beide. Was machst du hier? Du kommst doch nicht den weiten Weg nur wegen des Julfests. Ich bin hier, dich zu warnen, alter Krieger.
Vor einer Fäulnis in deiner Stadt. 3 Personen, korrupt und gefährlich. Wir sollten zusammenarbeiten, um sie ins Licht zu zerren und zu töten, bevor sie die Macht an sich reißen. Wenn ich helfen kann, bin ich bereit. Nicht so hastig, Eivor. Wir können nicht einfach in der Stadt herumstochern und morden, wie es uns beliebt. Die wollten mich töten, Hjör. Was? Diese Leute schickten die rote Hand nach ihr aus und wollten ihre Spuren mit Blut in deinen Straßen verwischen. Doch es misslang. Dieser Brief wurde an unser Haus gesendet. Die Nadel? Die Feuerprobe? Die Kammer? Sie gehören zu einer Gruppe namens der Orden der Ältesten. Dies sind ihre Decknamen. Unsere Spur. Hör auf sie, Hjör. Sie hatte bereits mit diesen Leuten zu tun. Unheil ist nach Jofavik durchgesickert. Doch König Rixiger hat alle Hände voll zu tun. Und daher auch ich. Jeder Rat in dieser Hinsicht wird auf taube Ohren stoßen. Das interessiert mich nicht. Alles, was ich euch gesagt habe, bleibt unter uns dreien. Aber ihr solltet mich dem König vorstellen. Ich muss mit ihm übereinkommen, wenn wir uns hier frei bewegen wollen. Die Pikten gewinnen diesen Krieg. Wir sollten jede Unze Silber zusammenkratzen, um Nahrung für unsere Männer zu besorgen. Verstanden, lieber Faravid. Aber wir haben auch eine Verantwortung der Stadtbevölkerung gegenüber. Das Julfest muss weitergehen. Genug! Je mehr ihr streitet, desto stärker schmerzt mein Schädel. Tja, ich wusste nicht, dass wir Gesellschaft haben. Noch dazu solche, die ich nicht billige. König Rixiger, ich bin Eivor vom Rabenclan. Nun, Eivor vom Rabenclan, wie du siehst, bin ich gerade sehr beschäftigt. Hjör hielt es wohl für angebracht, dass du mich unterbrichst, vermutlich weil er es nicht besser weiß. Wieso? Es gibt ein Problem in Jofavik. Ja, ich sehe es mir gerade an. Eine Freundin wäre fast deswegen gestorben. Jufvina wurde von der Roten Hand angegriffen. Sie plünderten ihr Haus, zerstörten ihr Eigentum und jagten sie durch die Straßen. Diese verdammten Schurken wieder. Sie lebt. Doch die Rote Hand wird zu einem immer größeren Problem. Und was hast du damit zu tun? Bist du eine Art Mietklinge auf Wanderschaft? Nein, das ist Jarl Sigurds Dränge. Sie besetzen unser altes Lager am Nene, wenn ich mich nicht irre. Ich bin Faravid, Heerführer von Halfdan Ragnarsson. Und dieser wohlgenährte Tunichtgut ist Audun, erster Greve von Jofavik. Ich habe schon früher solche Aufständischen gesehen. Sie sitzen, sie warten. Und sobald man seine Deckung vernachlässigt, sprießen sie wie Unkraut. Wenn wir nichts tun, werden sie euch Jofavik unter den Füßen fortreißen. Das wollt ihr nicht. Und Halfdan auch nicht. Oh je. Also, was willst du? Sag mir, was du über die Rote Hand weißt, und ich befreie deine Stadt von ihnen. Du musst dich um nichts kümmern. Sie stecken ihre Hände in die Geldbeutel der ganzen Stadt. Ihre Ziele sind Edle, Händler und alle, denen sie etwas abpressen können. Und sie werden größer, wie du es sagtest. Vor dem Julfest würde ich mich nur ungern mit ihnen befassen. Wir können uns nicht leisten, einfach wegzusehen. Wenn wir nicht die Mittel haben, uns um die Rote Hand zu kümmern, dann soll Eivor es tun. Tu, was du kannst, aber tu es leise. Ich will nicht, dass die Öffentlichkeit Wind davon bekommt. Ja, stell die Mittel für Nahrung und Ale für Faravids Männer bereit. Und achte darauf, dass noch genug für das Fest bleibt. Aber wie gesagt, wir haben nicht... Dann treib sie auf. Ich habe gesprochen. Er hat gesagt, ich soll mehr Silber finden. Wo denn? Im Hort eines Drachen? Komm, ich bring dich zu Jufvina. Sie wird wissen, wo wir anfangen können. Ich weiß nicht, ob das so lief, wie du es dir erhofft hast. Es lief gut genug. Rixige kommt mir nicht in die Quere. Niemand kann abstreiten, dass die Rote Hand erledigt werden muss. Sprich zu niemandem ein Wort. Das Geheimnis muss unter uns dreien bleiben. Vergebt mir, dass ich nicht blieb. Diese Weitpinkel-Wettbewerbe werden mir langweilig. Meine Liebste, es tut mir so leid, was passiert ist. Ich hätte da sein sollen. Unsinn. Du hast Pflichten zu erfüllen. Außerdem sind ein paar Banditen wohl kaum ein Grund zur Sorge. Ich bin nur froh, dass du unverletzt bist. Eivor? Ich bin in der Nähe, falls du mich brauchst. Sobald du den Schwanz gepackt hast, lässt du nicht mehr los. Alte Gewohnheiten sterben langsam. Hier ist anders. Weicher. Politik.
Das treibt Nordmännern den Nordmann aus. Ich freue mich für ihn. Und für dich auch. Ihr habt wirklich etwas aus euch gemacht. Vielleicht. Was hast du da? Christliche Texte. Evangelien. Das Buch Kohelet. Die Offenbarung des Johannes. Die Rote Hand stiehlt alles, was sie finden kann. Wir haben zwar jetzt das Sagen in der Stadt, doch die Christen müssen ihrem Glauben nachgehen können, wie sie wollen. Das sieht die Rote Hand anders. Schlimmer noch. Audun fürchtet, dass sie sich bald die Archive vornehmen. Zwischen dem und dem Aufruhr im Hafen würde ich sagen, dass wir einige Spuren haben. Ich kam am Hafen vorbei, als ich hier eintraf. Der Hafenmeister wurde argwöhnisch, als ich nach euch fragte. Das überrascht mich nicht. Er hat Joforviks Geldmangel genutzt, um die Steuern zu erhöhen, als wäre ihm das vom Rat befohlen worden. Hjör würde die Menschen nie so behandeln, selbst wenn Rixige es so wollte. Der Hafenmeister ist ein Dieb und ein Lügner. Vielleicht braucht er eine Tracht Prügel. Ich werde mich nochmal am Hafen umsehen. Probier es im Hafenspeicher. Dort werden die Waren der Händler festgehalten. Was will die Rote Hand mit den christlichen Texten? Das ist die Frage. Was auch immer, sie tun alles Erdenkliche, um sie zu bekommen. Sie haben sogar Menschen verbrannt, die sich weigerten, ihnen zu geben, was sie wollten. Wo befindet sich die größte Sammlung von Texten in dieser Stadt? In den Archiven. Jedoch waren sie noch nicht so dreist, dort anzugreifen. Audun hat diesen Ort ständig im Blick. Ich werde mich dort mal umsehen. Ich mache mich gleich auf den Weg. Nein, ich brauche dich hier. Belausche die Stimmen in dieser Halle. Achte auf Zeichen. Jemanden, der sich verdächtig verhält. Alles. Ich würde das Herz eines Pferdes schlucken, um dich zu begleiten. Das weiß ich. Doch deine Treue ist der Grund, weshalb ich dich hier brauche. Sobald ich etwas finde, komme ich wieder.